Moin moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen im Toverland. Es ist mir mal wieder Zeit für die Halloween Nights, ein Event, was ich eigentlich so alle zwei Jahre mal besuche. Es gibt 5 Scare Zones, 5 Mazes, eins davon habe ich letztes Jahr nicht geschafft, das ist Now You're Mine. Da habe ich richtig Bock drauf, das ist gleich auch das erste, was wir besuchen. Ansonsten haben wir an Mazes nur den Witch's Forest noch gebucht, weil Maison de la Magie hat nichts Neues. Ist ganz cool, das Dollhouse gibt es schon seit Ewigkeiten in der Villa Fiasco, das kleine Maze. Dann gibt es noch Trapped im Heckenlabyrinth, das Maze, was eigentlich jedes Jahr ausverkauft ist, immer, weil das eine Kapazität hat von 10 Leuten in der Stunde, weil es halt ein Heckenlabyrinth. Auf die Scare Zones freue ich mich sehr, denn das ist für mich eigentlich immer so das Highlight im Park, gerade die Shadows of the Sea in Magische Valley mit den Meereskreaturen. Die Scare Zone finde ich immer richtig geil. Stimmung haben sie hier auf jeden Fall richtig drauf. Das gucken wir uns jetzt auch direkt mal an, denn dieses Jahr gibt es eine Monsterparade neu. Wir kommen jetzt aus unserer ersten Maze, Now You're Mine. Das wurde letztes Jahr, also 23, neu gebaut. Ist von außen quasi wirklich in der Mine, in so einem Erdhügel drin. Richtig geil gestaltet, das kann man wirklich nicht anders sagen. Die Story, ihr besucht halt quasi ein Minenmuseum, werdet dann doch in die Mine geschickt, obwohl die zu ist. Und da passieren dann halt diverse Dinge. Mehr möchte ich da eigentlich nicht verraten, aber was man verraten muss, deswegen auch Spoiler, ihr kriegt Helme auf, da sind Lampen dran, wer das kennt, weiß, dass die Lampen vielleicht auch irgendwann mal ausgehen könnten. Generell das Maze super geil gestaltet, ein langer Weg fand ich tatsächlich dadurch, wie gesagt sehr gut gemacht, einige Scare-Actor, die sahen vom Design her okay aus, die fand ich jetzt nicht so mega krass. Sehr große Kulissen teilweise, sehr coole Effekte. Mein Problem mit dem Maze ist, also wenn es gut ist, dann habt ihr eine Vierergruppe. Maximal, mehr nicht. Wir waren jetzt eine Achtergruppe. Das ist dann eher so, dass die allerersten immer den Scare abbekommen und wenn du weiter hinten bist, kriegst du quasi nichts davon mit. Es gibt ein paar Audioeffekte, die dann auch für die anderen sind, aber generell kriegt halt immer nur der Erste in der Gruppe was. Das ist halt sehr schade, weil weiß ich nicht, also im Maze 1x1 steht das, glaube ich, seit 2015 drin, dass man nicht immer auf den ersten geht. So. Nichtsdestotrotz lohnt sich die Maze auf jeden Fall. Die ist schon sehr cool, die ist sehr anders. Wir hatten jetzt auch quasi 1,2 Durchläufe, würde ich mal schätzen. Denn wir hatten noch einen Feueralarm, wurden evakuiert, sind einmal wieder außen rum, haben dann schon die Kostüme der Monster gesehen, durften dann nochmal rein, haben dann die komplette Experience bekommen, aber in einer größeren Gruppe. Wir waren eigentlich erst 6. Jetzt 8 und das war halt eher so ein bisschen blöd, aber das ist ein Maze, wenn ihr hier seid und das noch nicht kennt, macht das auf jeden Fall, das ist richtig gut. Thank you.
So, direkt am Eingang des Parks befindet sich Maison de la Magie, quasi direkt hier am Anfang in Port Laguna. Das ist das zweite High-Class-Maze, würde ich es mal nennen, hier im Park. War vor Now Your Mind schon da. Hier steigt ihr in einen Zug ein und werdet erstmal irgendwo nach da ganz hinten gefahren. Also ihr seid schon ein paar Minuten unterwegs. Landet an einem alten Herrenhaus von einem Zauberer. Maze an sich fängt richtig geil an mit mega geiler Gestaltung. Nimmt dann total ab, wird dann ziemlich eintönig und am Ende wird es nochmal für zwei Räume ganz geil. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man es nicht kennt. So richtig abgeholt hat mich das nicht, weil das hat auch eher diese Zauberer, diese magische Atmosphäre und halt weniger Schrecken. So. Also es ist ein gutes Maze, man kann es auf jeden Fall mal machen, man sollte es machen, wenn man es nicht kennt. Aber so richtig abholen tut mich das irgendwie nie. Aus unserem zweiten Maze heute, dem Witch's Forest. Da war ich bis jetzt immer der Meinung, dass es ziemlich gut war, aber da gab es Avalon noch nicht, beziehungsweise die Avalon-Erweiterung, die macht das Ganze nämlich ziemlich hell. Wir hatten natürlich auch wieder mal, wie soll es anders sein, eine technische Störung. Dementsprechend wurden die Gruppen sehr, sehr groß. Ich glaube, wir waren jetzt 10 oder 12 Leute insgesamt. Wir sind natürlich ganz hinten gelaufen. Ja, also ging so. Dann waren die Lampen alle relativ hell eingestellt, Nebel kaum vorhanden, also Atmosphäre wesentlich weniger als sonst die letzten Jahre. Es gibt da immer noch ein paar ziemlich coole Effekte, ich sag nur Hexenkessel, das ist schon ziemlich cool gemacht, aber das wäre tatsächlich eins, das ich die nächsten Jahre auslassen würde. Ausgelassen habe ich dieses Jahr zum Beispiel auch das Dollhaus, das ist in der Villa Fiasco. Tagsüber noch die Villa Fiasco und abends wird es dann halt das Dollhaus. Die packen da ein paar mehr Sachen rein, wo man dann erschrecken kann. Ist jetzt aber auch nicht der große Wurf. Kann man aber mal machen, kostet ja auch nur 5 Euro oder so. Und dann gibt es noch Trapped. Das habe ich jetzt, glaube ich, die letzten 2 Jahre oder 3 Jahre sogar ausgelassen. Das findet im Heckenlabyrinth statt. Ist, wenn man es mal macht, schon ziemlich geil, weil überall Darsteller sind mit Kettensägen und es ist halt wirklich das Heckenlabyrinth. Das heißt, man muss den Weg rausfinden. Atmosphärisch schon sehr, sehr cool gemacht. Aber es ist halt ultra schnell ausverkauft. Die Kapazität ist sehr, sehr niedrig. Dementsprechend muss man das auch nicht jedes Jahr machen. Und jetzt ziehen wir uns auf jeden Fall noch ein paar Scarezones rein. We'll be right back.
Jo, das waren dann quasi auch die Halloween Nights im Toverland. Was kann man zu dem Event eigentlich sagen? Die Mazes sind mäßig bis sehr gut, sind aber tatsächlich nicht das Highlight hier im Park. Denn das Highlight sind für mich auf jeden Fall die Scare Zones. Die haben eine unfassbar krasse Atmosphäre. Die haben immer wieder kleine Shows, die so alle 15 bis 30 Minuten stattfinden. Total random irgendwann, was das Ganze mega lebendig macht, mega geil macht. Die Kostüme sehen alle extrem gut aus. Das Einzige ist zum Beispiel die bei Morgana, die ist ein bisschen klein, die ist einfach nur in so einer Kurve von dem Weg. Die finde ich als Scarezone an sich relativ schwach. Dia de los Muertos, da tanzen alle die ganze Zeit, aber erschrecken auch dabei, was mega geil ist. Shadows of the Sea mit den ganzen Piraten und dem Kraken-Tentakelvieh, was im Wasser rumsteht, ist einfach mega, mega abgefahren. Der ganze Zirkus, der quasi am alten Eingang gebaut wurde, super geile Scarezone. Destroy, sowieso ein super gutes Wortspiel, aber auch da thematisch absolut geil gemacht mit super epischer Musik. Generell haben sie es hier richtig drauf, das alles episch zu präsentieren. Es gibt ja auch die Parade um 18 Uhr, wo alle quasi aus dieser Bühne rauskommen, mit Paradewagen einmal von hier bis hinten zu Trapped fahren. Dann haben wir uns eben noch das Feuerwerk zum Abschluss angeguckt, dieses Jahr auch neu gemacht. Ein richtig geiles Feuerwerk, muss man einfach sagen. 15 Minuten war es, glaube ich, knapp lang. Jede Scarezone quasi mit so einer eigenen Sektion im Feuerwerk. Richtig, richtig gut. Ansonsten, das Event ist voll. Das Event wird immer voller. Es war tagsüber heute schon richtig, richtig voll und heute Abend wurde es nochmal mega voll. Gerade in den Scarezones ist dann echt nicht so viel Platz. Das ist so ein bisschen das, was nervt. Man muss irgendwann mal Herr der Lage werden und vielleicht ein paar Halbstarke ausklammern oder so von dem Event, weil das wird echt irgendwann anstrengend. Aber generell lässt sich sagen, wenn ihr noch nie bei den Halloween Nights im Toverland wart, fahrt hier auf jeden Fall mal hin. Das ist richtig geil, gerade bis 23 Uhr. Ich wäre jetzt auch gerne noch mal Troy im Dunkeln gefahren. Da stehen auch Flammenwerfer dabei. Flammenwerfer stehen auch bei Boosterbike. Flammenwerfer stehen auch in manchen Scare Zones verteilt und so weiter. Das ist schon richtig krass, was hier aufgefahren wird. Und das ist auf jeden Fall eines der besten Halloween-Events, die wir in Europa haben, die ich zumindest bisher besucht habe. Ich komme hier immer wieder gerne hin. Ich glaube, beim nächsten Mal vielleicht auch einfach ohne Maze, vielleicht auch nur ein Maze. Auf jeden Fall kann man hier sehr, sehr gut die Zeit rumkriegen. Mega gut. Das war's jetzt auch von den Halloween Nights im Toverland. Ich wünsche euch viel Spaß in den Freizeitparks, auf den Achterbahnen und bei den restlichen Halloween-Events, die es noch gibt. Bis dann!